Jetzt aber mal am Wienerwaldtunnel zwischen Wien und St. Pölten. Da ist jetzt der Tunneldurchstich erfolgt. Und seit mittlerweile 3 Jahren wird schon an diesem Tunnel zwischen Wien und St. Pölten gebaut. Zum Teil auch unter sehr schwierigen Bedingungen. Der Tunnel führt in Tiefen von bis zu 250 Metern unter dem Erdboden. Die Bergleute haben von beiden Seiten aus, von Wien und von Niederösterreich, den Wienerwaldtunnel vorgetrieben. Und da ist bis kurz vor dem heutigen Festakt zum Durchstich noch mit Hochdruck gearbeitet worden. 200 Meter unter der Erdoberfläche wird der Tunnel an dieser Stelle vorangetrieben. Riesige Bohrmaschinen sind im Einsatz. Rund 2 Kilometer verläuft der Tunnel unter Wiener Boden. Danach wird er in 2 Röhren aufgespalten. Mehr als 11 Kilometer geht es dann weiter nach Niederösterreich hinein. Nachdem das Gestein herausgebrochen worden ist, werden die Wände und der Boden mit einem Mantel aus Stahlbeton ausgekleidet. Hier sind absolute Spezialisten am Werk. Das Team ist eingespielt. Gearbeitet wird rund um die Uhr in Schichten zu je 8 Stunden. Das ist sicher eine gefährliche Sache, ich habe keine Frage, aber aufpassen muss man überall. Und ich glaube, das wird man gewinnen, wenn man das jahrelang macht. Die Arbeit ist generell ja, sehr vielseitig, wie es halt ist im Tunnelbau. Das ist ganz normal und selbstverständlich. Viele der Männer sind schon seit Jahren auf der Baustelle. Die Handgriffe sind eingespielt. Die Gesteinsmengen, die hier herausgebrochen worden sind, sind gewaltig. Ein vollbeladener Güterzug mit dem gesamten Material aus dem Tunnel würde quer durch ganz Österreich reichen, vom Burgenland bis nach Vorarlberg. Auf der Wiener Seite des Tunnels wird das Gesteinsmaterial mit der Bahn abtransportiert. Der Bau quer durch den Wienerwald war für Planer und Techniker eine Herausforderung. Wir haben eine ziemlich abwechslungsreiche Geologie und die Mannschaft, also die Mineure vor Ort, die Bauleitung und so weiter, müssen sich immer wieder auf etwas geänderte geologische Verhältnisse einstellen und darauf in entsprechender Weise eben reagieren. Der Tunnel ist so konstruiert, dass später hier Züge mit Geschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometer unterwegs sein können. Nach dem Durchstich beginnt jetzt der Innenausbau. In 5 Jahren sollen der Wienerwaldtunnel und die weitere Trasse nach St. Pölten dann komplett fertig sein. Ja, und dann geht's mit der Bahn eben in knapp 25 Minuten von Wien nach St. Pölten. Und retour etwa 300 Züge sollen da dann pro Tag durch den Wienerwaldtunnel durchfahren.